Das ist mal das eine. Das zweite ist, es gibt hier noch eine sehr gute Methode, wie du Teilnehmer akquirieren kannst. Das heißt, du machst eigentlich alles so wie vorher, platzierst aber die Abfrage dieser Punkte auf der Danke-Seite. So, wir haben jetzt hier mal, im vorigen Video haben wir ja gesprochen darüber, wie sagen wir mal, eine suboptimierte Webinar-Funnel, was für Resultate das so im Durchschnitt, sagen wir mal, als Konsequenz hat, ja. Und hier mal ein paar Vorschläge, wie man einen Teilnehmerkreis, ja, einen Webinar-Funnel besser noch optimiert. Also nochmal ganz kurz vorweg, es gibt also immer wieder Situationen, wo wir sehen, dass wir letztendlich dann als Resultat eines Events, wie zum Beispiel eines Webinars, wo man ja auch mal, Werbung draufgeschalten hat, ja, die Erstellung des Webinars kostet Geld, Opportunity-Kosten, ja, alles Mögliche. Im B2B kann so ein Webinar schon mal, sagen wir mal, Opportunity- und Werbungskosten haben von mehreren 10.000 Euro. Das heißt, man möchte ja dann auch eine relativ, ja sagen wir mal, möglichst qualifizierte Teilnehmerliste haben, die man dann nachverfolgen kann, sozusagen verknüpfen kann mit Telefonakquise und E-Mail-Follow-up-Kampagnen. Und da muss man ja wissen, mit wem man da spricht. Und häufig hat man dann aber nur bei einer suboptimierten Webinar-Funnel, hat man dann einfach nur, sagen wir mal, eine Liste von Namen, und eventuell noch Firmennamen und Personennamen. Ja, teilweise nicht mal die Information, wo, in welchem Bereich, ja, die Person eigentlich arbeitet. Das wäre mal das Erste. Dann, welchen Jobtitel die Person hat. Super wichtig. Ja. Ist es ein Junior, ist es ein Senior, ist es ein Abteilungsleiter, ist es ein Head of, ja, ist es, hat eine Führungsposition und so weiter. Also beide Sachen sind sehr, sehr wichtig, ja. Denn wenn ich irgendwie ein Webinar habe zum Thema, was Verkaufstools betrifft und ich habe dann jemanden drin aus der Produktion, ja, dann wäre es super, wenn ich das eben vorher qualifizieren kann. Und darüber reden wir jetzt, ja. Und was auch noch hinzukommt, eine Liste, eine Webinar-Teilnehmerliste, mit der ich dann in Folge arbeite, zum Beispiel mit meinem Telesales-Team, dann verwerten möchte und ich nicht weiß, in welchem Bereich die Teilnehmer arbeiten oder welchen Jobtitel die Teilnehmer arbeiten. Und das habe ich schon häufig auch erlebt in der Praxis, dass dann das Telesales-Team mit so einer Liste gearbeitet hat. Die müssen ja erstmal dann herumtelefonieren und herausfinden. Ja, mal angenommen, der Teilnehmer heißt Meier oder Müller. Ja, es gibt Firmen, da gibt es Dutzende von Meier und Müller. Die müssen erstmal herausfinden, welcher Meier oder Müller das ist, in welchem Bereich der arbeitet und so weiter und so weiter. Dann wäre es dann manchmal sogar besser, man ruft dort sofort gleich kalt an. Ja. Also super, super wichtig, den Jobtitel abzufragen und den Bereich und das auch, wie man das genau macht, und so auch hinkriegt, dass dann diese Felder auch ausgefüllt werden. Das besprechen wir dann noch im folgenden Video. Dann das nächste Kriterium, ist super, super wichtig, ist Interesse. Ja? Und hier, ganz, ganz wichtig, hier hast du natürlich Felder, wo Leute was ausfüllen müssen. Ja? Aber hier beim Interesse, da arbeitest du mit sogenannten Tickboxen. Das heißt, ja, Interesse und dann gebe ich so 3, 4, 5 Auswahlmöglichkeiten dem Teilnehmer und Interesse zum Beispiel persönliches Interesse, ja, oder berufliches Interesse, ja, und dann tickt er die Box und das ist sehr, sehr viel weniger Aufwand für einen Teilnehmer, eine Box zu ticken, als wie irgendwas reinzuschreiben und schon wieder hast du eine höhere Conversion-Rate, ja. Dann Enterprise, dann Entscheider. Ja, bist du Entscheider oder nicht? Und glaub mir, wenn du es abfragst, viele Personen, die Entscheider sind, tragen das sehr gerne ein. Denn eine Person ist ja sehr stolz auf, sagen wir mal, auf seinen Jobtitel, ja, was er repräsentiert und so weiter. Ne?
Das heißt, auf jeden Fall abfragen. Ja? Und hier könntest du auch ganz einfach wieder mit Tickboxen arbeiten. Entscheider, ja oder nein. Ja? Ganz einfach. Muss er nur einmal klicken, fertig. Ja? Erhöht wiederum die Conversion-Rate. Dann Lösung im Einsatz. Ja? Auch hier könntest du wieder Tickboxen arbeiten. Oder solltest du vielleicht mit Tickboxen arbeiten? Ja oder nein? Ganz einfach. Tick, fertig. Ja? Und so qualifizierst du das eben runter. Ja? Und wie du das genau machst, das erkläre ich dir jetzt gleich noch. Ein ganz kurzer Hinweis noch. Es gibt mehrere Möglichkeiten, prinzipiell zwei Möglichkeiten, an welcher Stelle du diese Informationen abfragst. Denn du magst jetzt vielleicht sagen, und auch viele meiner früheren Kunden sagen, oder Bestandskunden sagen, naja, wenn ich das alles abfrage, dann verliere ich ja Teilnehmer, weil es gibt ja einen gewissen Prozentsatz an Teilnehmern, die haben da gar keinen Bock drauf, ja, irgendwas auszufüllen oder mitzuteilen, was für Interesse sie haben und welchen Jobtitel. Und die nehmen dann erst gar nicht teil. Aber überleg mal, welche Teilnehmer möchtest du haben? Möchtest du Teilnehmer haben, die nicht mal Bock haben, dir zu erzählen, welchen Jobtitel sie haben? Ja? Also, das ist mal das eine. Das zweite ist, es gibt hier noch eine sehr gute Methode, wie du Teilnehmer akquirieren kannst. Das heißt, du machst eigentlich alles so wie vorher. Ja? Platzierst aber die Abfrage dieser Punkte auf der Danke-Seite. Ja? Also, das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ja? Also die erste Möglichkeit ist, du fragst das Ganze vorweg ab, also vorher, bevor sich ein Teilnehmer registriert. Ja? Und die zweite Möglichkeit ist, nachdem sich ein Teilnehmer registriert. Ja? Und das hier, das machen die allerwenigsten. Und so kombiniere ich nämlich beide Sachen. Erstens, wenn ich, nachdem ein Teilnehmer sich registriert hat, dann habe ich den Teilnehmer, ich habe quasi die Liste genauso, wie ich es im vorigen Video beschrieben habe, genauso mit der Qualität. Es hat sich nichts geändert. Ich habe keinen einzigen Teilnehmer verloren. Ich mache genau die gleiche Methode. Aber dann auf der Danke-Seite, ein Teilnehmer trägt sich ein. Er wird sofort weitergeleitet auf eine weitere Seite, wo du normalerweise schreiben würdest, vielen Dank für die Registrierung um so und so viel Uhr, bla bla bla. Und jetzt platzierst du auf der Danke-Seite nochmal diese Abfrage. Ja? Und gibst vielleicht sogar noch ein Incentive. Du könntest zum Beispiel, wenn du ein sehr hochwertiges Webinar machen möchtest mit sehr hochwertigen Teilnehmern, könntest du hier zum Beispiel sowas machen wie einen Gutschein. Ja, du könntest auch irgendwelche Kooperationen machen, keine Ahnung mit welchen Firmen, ja, keine Ahnung, Amazon-Gutschein oder irgendwie sowas. Ja, ja gut, wenn du vielleicht E-Commerce-Dienstleister bist, dann nicht unbedingt Amazon, aber auf jeden Fall. Du könntest dir auch noch ein Incentive bieten, dass wenn du sagst, naja, wenn du das hier alles eingetragen hast, ne, dann wirst du weitergeleiten zu unserem VIP-Raum und dort erwartet dich ein Gutschein und dies und das und jenes oder sonst irgendwas. Ja? Also Kreativitäten sind hier keine Grenzen gesetzt. Aber was ich selbst, also wirklich im B2B wirklich sehr, sehr selten sehe, dass in solchen Marketing-Funnels, ja, einfach die Danke-Seite überhaupt konstruktiv genutzt wird. Ja? Eine Danke-Seite ist eine Landing-Page und das ist vom Verständnis her, einfach vom Mindset her sehr, sehr wichtig zu verstehen. Eine Danke-Seite ist eine Landing-Page genauso zu sehen als Landing-Page, genauso wertvoll als wie die Landing-Page, auf die du Interessenten schickst durch deine LinkedIn- oder Xing-Anzeige, die du schaltest. Ja? Und in diesem Sinne, was zum Nachdenken und zum Ausprobieren, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Machen bis jetzt noch fast niemand da draußen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, happy hunting, Daumen hoch.